herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nicht wundern, meine Augen sind nicht geschminkt und ich trage eine Brille, weil ich Probleme mit meinen Augen habe und einfach nur, um das vorwegzunehmen. Das hier ist ein eingeschobenes Video, weil ich gerade beim DM war, man kann es hier sehen. Und ja, ich habe mir 3 der 5 Blackboxen zugelegt. Diese Blogger-Blackboxen, da gibt es ja einmal von Maren Wolf, von Nihan, von X-Letter, Mrs. Bella und Kind of Rosie. Und das Ganze ist einfach im Zusammenhang damit, dass heute ist ja der 24. November. Und heute sind eben diese Blackboxen rausgekommen. Und es werden heute am 24. November 5% des Tages Einnahmen von DM gespendet an eine Kinderhilfsorganisation und den Gedanken fand ich so gut, dass ich dann natürlich gleich eingekauft habe. Und ich habe mir jetzt 3, wie schon gesagt, besorgt. Einmal die von Kind of Rosie, die schaut so aus. Dann die von X-Letter, die schaut so aus. Und dann noch die von Mrs. Bella, die schaut so aus. Und die haben jeweils 5 Euro gekostet und ich dachte mir, wir schauen jetzt einfach mal, was drinnen ist. Und ich sage jetzt nicht, ob es sich lohnt, weil ich finde, es lohnt sich allein schon, weil es eben für Kinder gespendet wird. Und deswegen lauft doch heute noch zu einem DM. Und ja, wir legen jetzt auf jeden Fall mal los. Vorweg, dieses Video ist nicht gesponsert oder so. Ich finde die Idee einfach nur super. Und wenn ihr euch jetzt in meiner Brille irgendwie das Ringlicht hier die ganze Zeit spiegelt, tut es mir leid. Wie gesagt, das ist nicht gesponsert, ich habe das selber gekauft und ich will jetzt einfach wissen, was drinnen ist. Und wir fangen mit der von Mrs. Bella an. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was da drinnen ist. So, wenn man das Ganze aufmacht, schaut es so aus. Da ist dann auch gleich eine Autogrammkarte mit dabei. Und oben hier seht ihr auch, was drinnen ist. Wir packen das jetzt trotzdem zusammen aus. Auf der Karte steht: Schön, dass du dich für meine selbst zusammengestellte Box entschieden hast. Ich hoffe sehr, dir gefallen die Produkte und DM Spaß. Was? Achso. Und du, nicht DM. Und du hast Spaß daran, sie zu benutzen. Bis bald, Bella. Genau. Dann sieht die schon so aus. Und das erste, was mir auch gleich entgegenkommt, ist Kokosöl. Schaut so aus. Kann man immer gebrauchen, kann man zum Kochen benutzen, kann man für Beauty benutzen. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Kokosöl. Das zweite, was wir hier drinnen haben, ist eine Naturkosmetik-Heilerde-Maske. Schaut so aus, sind 2 Stück. Ja, reinige Pointief. Eine Maske. Ah, okay, dann haben wir diese total gehypten Balea Beauty Effect Augenpatch-Dinger. Ja, die wurden ja ziemlich gehypt, zwecks Augenringen und so. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Dann haben wir hier noch ein Trend It Up Double Volume and Shine Nail Polish in einem ganz hellen Rosa. Das letzte in dieser Box ist ein Contouring Blush Light and Shadow von Catrice. Das schaut so aus. Ich bin übrigens immer noch keine Beauty-YouTuberin, also es kommt auch bald wieder ein anderes Zeug. Nicht wundern. Und das schaut dann so aus. Dann habt ihr hier quasi den Blush und hier so ein bisschen was Schimmerndes. Genau. Das war dann die von. Wir machen weiter mit der von X-Letter und das ist eine der schwersten. Und ich schaue ja selber X-Letter ziemlich gerne und auch Kind of Rosie, deswegen habe ich bei denen nicht lange überlegt, welche ich nehme. Bei den anderen 3 wusste ich jetzt nicht, welche ich nehmen soll, weil ich die nicht aktiv schaue. Das steht ganz offen zu. Und, oh, okay, das ist anders. Hier ist auch eine Karte drin, die schaut so aus. Hier steht drauf: Hello, in dieser Box findest du 5 Produkte, die ich wirklich gerne benutze. Ich hoffe, dass sie dir auch gefallen und du viel Freude damit haben wirst. Fühl dich gedrückt mit viel Liebe, X-Letter. Den Spruch finde ich super süß.
Und da kommt mir auch gleich mein Lieblingsabschminkzeug entgegen. Und zwar ist es das Garnier Micellenwasser. Das ist richtig gut. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Dadurch, dass hier diese Ölschicht ist, pflegt es auch noch und das nimmt das Make-up so gut weg. Auch extrem kurzfesten Lippenstift nimmt das ohne Probleme weg. Kann ich nur empfehlen. Dann haben wir hier ein Sally Hansen Nagellack. Okay. Color Therapy und das ist die Farbe 150 Steely Serene. Schaut so aus. Coole Farbe. Von Sally Hansen, die wir eh immer. Dann haben wir hier Invisibobbles in einem Braunton. Die könnten ganz gut zu meinen Haaren passen, weil die ja ein bisschen ausgeblichen sind mittlerweile. Das hier benutze ich auch super gerne. Das ist von Nivea Pflegedusche ein Seidenmousse. Das ist quasi eine Indusch Body Lotion, wie auch immer man das sagen möchte. Und das ist Raspberry. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall das Rosane. Und gut, meinst du, bin ich gerade leer gegangen? Und das letzte, was wir hier drin haben, ist eine Tuchmaske mit Cranberry Bio-Vegan Skin Food. Schaut so aus. Das ist eine Tuchmaske für normale bis trockene Haut. Könnte auch hinkommen. Jetzt im Winter kann das ja eigentlich jeder gebrauchen. Und das war das fünfte in dieser Box. Und zum Schluss machen wir noch die Hand of Rosie auf. Ich schaue ihre Videos ziemlich gerne und lasse mich auch für meine Videos gerne bei ihr inspirieren. Aber das wisst ihr ja auch, wenn ihr mir länger zuschaut. Und die machen wir jetzt auch direkt auf. Und dann schauen wir mal. Also das ist ein Bild von Manja. Und hier steht drauf, hallo Hübsche. Ich habe dir 5 meiner aktuellen DM-Favoriten zusammengestellt und ich hoffe, sie gefallen dir genauso gut wie mir. Ganz viel Spaß mit der Box und deinen neuen Produkten. Liebe Grüße, Vanya. Ist auch sehr süß. Und hier haben wir von Balea ein Schönheitsgeheimnis feuchtigkeitsspendendes Shampoo Kokoswasser für trockenes Haar. Das hatte ich euch ja auch mal verlost. Jetzt kann ich es selber ausprobieren. Dann haben wir hier von Tread It Up ein Highshine Lip Gloss in der Farbe, was hast du für eine Farbe? 140. Schaut so aus. Ich finde es interessant, dass das irgendwie alles in diesen Rosatönen gehalten wurde. Ups. Dann haben wir einen Lippenbalsam von Blistex. Auch sehr gut durchdacht jetzt für die Winterzeit, da platzen ja gerne mal die Lippen auf und Lippenpflege ist da sehr gut und Blistex ist auch sehr gut, also kann ich auch nur empfehlen. Dann haben wir hier von Nivea ein Protect and Shave Rasierer mit Wechselklingen, eine sanfte Rasur für unwiderstehlich glatte Haut. Schaut so aus. Ich dachte schon, das riecht nach Nivea. Den werde ich auf jeden Fall ausprobieren, weil meiner eh kaputt ist. Und ich schon öfter gehört habe, dass die ziemlich gut sein sollen und auch vom Preis her ziemlich gut sein sollen. Also werde ich den auch gleich ausprobieren. Also nicht gleich, ich werde ihn ausprobieren. Und das letzte in der Box von der lieben Vanya ist Multimasking von Shebens. So eine 3-Phasen-Maske. Reinigt, poriert, verfeinert, regenerierend. Schaut so aus. Er hat so 3 Kammern. Einmal für Augen, T-Zone und Wangen. Und ja, das war dann das von Manja. Also ich finde, dass diese Boxen super gut aufgebaut sind. Ich finde den Inhalt wirklich schön. Und allein der Gedanke, dass 5% des Tagesumsatzes von DM heute gespendet werden, war eben schon ein Anlass für mich, dass ich heute gleich zum DM renne und mir diese Boxen besorgen, natürlich auch ein paar andere Sachen, die ich gebraucht habe. Und wenn ihr jetzt Lust auf diese Boxen gekriegt habt, dann geht doch zu eurem DM, schaut, ob sie noch da sind. Ich weiß, dass sie limitiert sind, also müsst ihr wahrscheinlich schnell sein. Und ja, das war's dann auch schon von diesem Video.
Wie gesagt, es ist ein eingeschobenes Video. Das normale Video kommt ganz normal am Samstag, also morgen. Und da könnt ihr dann auch gerne wieder vorbeischauen. Freue ich mich auf jeden Fall sehr. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich jetzt gerne noch meinen Kanal abonnieren. Einfach auf den roten Button draufklicken. Wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, dann auch noch die Glocke aktivieren. Und wir sehen uns dann morgen beim normalen Video wieder. Bis dann!